Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio im Zeitalter von Space Age, wo wir letztes Mal uns zum einen eingemauert haben mit Verteidigung rundherum und so wie es aussieht, produzieren wir nicht noch nicht genügend Verschmutzung, um da die Aliens außerhalb unserer Mauer richtig zu ärgern. Und wir haben hier unsere Schmelze mit elektrischen Schmelzen aufgebaut, so dass wir die dann zum gegebenen Zeitpunkt mit Beacons und Modulen erweitern können. Aber ich denke, das Programm für heute wird sein, dass wir unser kleines Labor hier nach unten verschieben und dann kombiniert damit auch unsere Fabriken für die ganzen Wissenschaftspakete auch hier nach unten verschieben und dann können wir so richtig loslegen und vom Bus produzieren, denn wir werden ein paar Zwischenprodukte brauchen, denn bisher haben wir uns erst um rote, grüne Militär- und Chemieforschung gekümmert, nicht um die Forschungspakete für Produktion oder für Zubehör. Das wird dann gleich nachschließen kommen. Sobald wir das Setup, das wir jetzt haben, hier nach unten transferiert haben, wo wir unseren Hauptbus verwenden können. Aber gleichzeitig denke ich, sollten wir uns auch überlegen, dass wir mindestens einen Kernreaktor mit an den Start bringen, denn momentan sieht es zwar recht gut aus, wir kommen mit Solarstrom und Akkumulatoren gut über die Runde, aber während wir angefangen haben, hier konnten wir die Akkumulatoren aufladen, während wir das Solarfeld noch hochfuhren. Aber in der Zwischenzeit sehen wir, das ist nicht mehr ganz so der Fall. Wir sehen auch hier in der Nacht die Akkumulatoren verlieren immer mehr an Kapazität. Also hier sind wir bereits mehr als 50% von der gespeicherten Energie verbrauchen wir auch in der Nacht. Und wenn wir unsere Fabrik natürlich erweitern wollen, werden wir mehr Energie brauchen. Drum denke ich, da so ein Kernkraftwerk auf der Seite zu haben, ist sicherlich nicht schlecht. Und dann müssen wir uns auch nicht mehr darum sorgen, wenn wir unsere Fabrik erweitern. Was ich allerdings denke, werden wir für den Moment noch so belassen, wie es ist, sind die ganzen Fabriken hier oben, wo wir diverses anderes Zeugs herstellen. Förderbänder, Greifarme etc. Das werden wir weiterhin brauchen und ich denke, da werden wir dann direkt den Schritt machen von diesem Setup hier zu einer Mall, zu einem Einkaufszentrum, wo wir das Ganze mit Logistik dann kompakter und einfacher gestalten können. Aber ich denke, der erste Schritt hier
wird sein, die ganze Forschung an unseren Hauptbus zu bringen. Schritt 2, ein Kernkraftwerk an den Start zu bringen. Und dafür müssen wir ein paar Komponenten bauen. Ich denke, der Kernreaktor. Initial denke ich, brauchen wir nur einen, aber das erste Reaktor-Setup wird wahrscheinlich ein Vierer-Dings sein, sodass wir dann Wärmeleitrohre, Wärmetauscher, aber auch Dampfturbinen brauchen. Und ich denke, es macht Sinn, dass wir abgesehen von den Reaktoren selber diese hier irgendwo in unserem Spaghetti-Wirrwarr mitproduzieren. Hier oben habe ich alles ausgerissen und da nach unten transportiert und es ist im Wesentlichen dieselbe Maschinerie, einfach in einem ein bisschen anderen Layout. Und natürlich, da wir nicht forschen, läuft alles voll. Und ich habe auch noch ein Template, eine Blaupause für die gelben und für die violetten Fläschchen. Aber wenn ich mir das so anschaue, die gelben, die werden die brauchen wahrscheinlich etwas mehr an Input, als wir derzeit auf dem Bus haben. Aber wenn wir die violetten anschauen, die sind recht einfach, denn hier bauen wir die roten Schaltkreise, die wir hier verbrauchen, als Teil vom Setup. Darum denke ich, packen wir das doch mal hier hin. Und dann können wir, sobald das an unsere Labore angeschlossen ist, können wir auch die violette Forschung mit an den Start bringen. Und dann müssen wir wahrscheinlich einfach noch unseren Bus etwas nach unten verlängern, so dass wir grüne Schaltkreise, rote Schaltkreise und auch die blauen Mikroprozessoren mit an den Start bringen, sodass wir auch die gelben Fläschchen produzieren können. Inzwischen haben wir auch die violetten Fläschchen an den Start gebracht. Wenn wir die Forschung anschauen, ist das nicht unbedingt die Forschung, die am aufregendsten ist. Aber hier haben wir definitiv ein paar Sachen drin, die nützlich sind und die wir gebrauchen können. Hier sehen wir auch Hochbahnen. Das ist ein weiterer Teil, der nur mit dem DLC kommt. Und ab hier ist dann bereits das meiste mit den gelben Fläschchen. Und da müssen wir erst schauen, dass wir noch weitere die grünen und gelben Schaltkreise mit auf unseren Bus bringen. Und ich denke, wir machen, üblicherweise mache ich 2 Bänder grüne, ein Band rot und ein Band blau.
aber ich denke, wir ändern das mal auf 4 Bänder grün, 2 Bänder rot, 1 Band blau. Denn für die Raketen brauchen wir nicht mehr die Raketensteuereinheiten, sondern, wo sehen wir das am besten, hier brauchen wir Mikroprozessoren. Also das Ganze ist etwas günstiger geworden, aber ich glaube, eine Raketensteuereinheit hat auch einen Mikroprozessor gebraucht. Von dem her, das bleibt sich gleich. Aber ich denke, wir werden hier mehr Raketen brauchen als in einem normalen Vanilla-Game. Das Setup für die grünen Schaltkreise haben wir das irgendwo? Haben wir das hier oben? Ja, ich denke, das Setup wird in etwa so sein. 3 mal die Kupferbänder, 2 mal die Schaltkreise selbst und dann die roten Schaltkreise. Da verwenden wir dieses rundrum Setup, das sich auch gut extenden lässt, indem wir einfach das Ganze hier nach hinten kopieren und dann müssen wir die entsprechenden Bänder durchreichen. Von dem her sollte das kein Problem sein. Ich habe das Gefühl, wir machen grün mal hier auf diese Seite, denn da haben wir etwas Platz nach links. Und sobald wir die 4 Bänder auf dem Fluss haben, können wir auf der Gegenseite die roten Schaltkreise machen, etwas zurückversetzt, sodass wir hier genügend Raum haben, um die gelben Fläschchen hier nach oben durchreichen zu können. Wir haben eine Produktion für grüne und rote Schaltkreise. Und nun denke ich, ist es an der Zeit, die Blaupause für die gelben Wissenschaftspakete mit an den Start zu bringen. Und die sind mit blauen Bändern, welche wir momentan am erforschen sind. Und das Ganze ist ein bisschen ein Up und Down wegen den violetten Fläschchen. Aber wir werden das hinbekommen. Und jetzt endlich müssen wir dann rausfinden, was für Inputmaterialien auf welches Band gehen. Und so wie das hier ausgelegt ist, können wir das locker hier nach rechts erweitern, ohne Probleme. Wahrscheinlich ist das, was uns da dann zuerst ausgeht, die Fließbandgeschwindigkeit. Ich habe erst jetzt bemerkt, dass wir für diese Fabrik ja neben den grünen Schaltkreisen auch Batterien brauchen und dann hier auch die blauen Mikroprozessoren.
Und das heißt im Wesentlichen, diese Fabrik, die muss gehen. Ich mache da noch eine Kopie davon. Denn grundsätzlich können wir die dann so platzieren. Allerdings brauchen wir zuerst eine Fabrik für die Mikroprozessoren. Und für das habe ich hier schon mal die Schwefelsäure hingelegt. Und weil wir etwas Schwierigkeiten hatten mit Kupfer, Stahl und Eisen aus den bisherigen Feldern hier oben, da kommt nicht viel durch in unsere neue Schmelze, habe ich hier unten zwei neue Felder angehängt, welche dann hier in dedizierte Schmelzen reingehen und somit haben wir ein gemixtes Eisenband. Das ist nicht gut, aber das lässt sich korrigieren. Letztendlich habe ich es doch noch geschafft, hier die Produktion für die gelben Fläschchen anzuwerfen. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert, weil man muss schauen, dass man die richtigen Materialien auf den richtigen Bändern hat und in manchen Fällen sogar noch, dass wenn wir so Halbbänder haben, dass das richtige Material auf der richtigen Seite liegt. Denn hier zum Beispiel Stahl muss hier rechts liegen. Denn nur so wird der Stahl dann nach hier durchgereicht. Und hier können wir nun die gelben Fläschchen anschließen an unser Forschungsdings hier. Machen wir hier mal einen roten Tunnel ran. Dann reicht das. Hier brauchen wir auch wieder einen roten. Aber in den meisten Fällen sollten wir hier hinkommen mit dem, was wir haben. Und wir bekommen wahrscheinlich nicht allzu viel gelbe Fläschchen raus, so wie wir auch nicht allzu viele violette Fläschchen rausbekommen. Aber mit Violett und Gelb mit am Start können wir uns nun auf wesentliche Aspekte konzentrieren. Wir sehen hier für die Weltraumforschung, da haben wir einiges, da müssen wir einfach die notwendigen Dinge bauen. Interessanterweise, viel von der Forschung versteckt sich jetzt nicht hinter Gelb oder Violett, sondern hinter den Weltraumwissenschaftspaketen, wie hier die Module oder die Logistik. Aber wir können hier mal den Nuklearreaktor, den tragbaren, die besseren Batterien, Geschwindigkeit, denn die Robis sind noch ziemlich lahm. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das wäre wahrscheinlich hilfreich. Und damit haben wir einiges eingereiht, was wir forschen können. Und es wird ein Weilchen dauern, bis die ganze Forschung durch ist. Denn wie wir hier sehen,
Violett und dann wahrscheinlich auch Gelb. Da bekommen wir nicht die großen Mengen raus, aber wir bekommen zumindest etwas. Und das war's für heute. Wir haben zwei neue Forschungspakete mit an den Start gebracht. Und ich denke, nächstes Mal müssen wir schauen, wie es denn mit unserem Strom aussieht. Denn hier sehen wir, da sind wir unter dem Minimum. Ja, und da sehen wir, über Nacht geht die Kapazität ganz nach unten. Und wir haben praktisch nichts mehr übrig. Und hier sehen wir, wir brauchen recht lange, bis wir die Akkumulatoren dann wieder aufgeladen haben. Ich denke, fürs Erste, um da den Notstand zu überbrücken, ein paar Akkus mehr, ein paar Solarpaneele mehr, aber dann wird es Zeit für unser Kernkraftwerk. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!